Ja, Melanie sucht schon. Schon was gefunden? Immer noch? Nein. Melanie, schauen Sie sich mal den Berg an Objektträgern an. Wie viele waren das jetzt heute? 30, 40, 50? Ja, sicherlich, ja. Und hier auf diesen Schleim wird, ne, auf den Objektträger. Ich glaube, da muss ein bisschen höher gehen. 10 cm höher? Ja. Na. Das ist der Objektträger, da ist der Schleim drauf von der Kieme und von Haut, Kopf und Flossen, ne, die Schleimhaut. Da wird so ein kleines Deckgläschen, ich weiß nicht, ob Sie es sehen können, wird hier nochmal drüber gelegt, sodass so eine einschichtige Schicht entsteht, dass man im Mikroskop, ne, dass man da besser durchgucken kann. Auch hier, ne, man versucht dann den Schleim so ein bisschen zusammenzufassen und dann lässt man ganz vorsichtig das drüber fallen, dass man nicht zu viele Luftblasen dazwischen hat. Hier ist es nicht schön. Müssen wir noch einmal? Okay, gut. Ja, da müssen wir es ein bisschen unten trocken reiben. Das ist übrigens sehr wichtig, das Trockenreiben. Ansonsten saugt sich das regelrecht an diese Platte, an die schwarze unten an. Und dann schieben sich die Deckgläschen. Ne? Das passiert mir permanent. Oh ja, ein lieber Wurm. Ja, der ist noch ganz aktiv. Also ich finde den hübsch. Der wehrt sich richtig. Ich kann am liebsten weg, aber okay. Wie lange könnte so ein Wurm eigentlich unter so einem Deckblatt, unter so einem Deckblättchen leben? Ist abhängig davon, wie warm es ist und wie schnell die Flüssigkeit austrocknet. Also wenn man den jetzt im Hochsommer unter Mikroskop am Tisch hat, 40 Grad, dann wird er innerhalb 10 Minuten sicherlich eingetrocknet und tot sein. Ne, so, also kann der, also in diesem Zustand hier ist es ja relativ, ne, so zimmerwarm und das ist ziemlich feucht, hier trocknet es nicht so schnell aus. Ich denke, da kann er schon eine halbe Stunde. Könnte er schon. Also man muss nicht immer sofort die Untersuchung machen, so ununterbrochen, tak, tak. Wegen Kostia, ja. Also bestimmte Parasiten sterben. Wie lange hat man bei Kostia Zeit? Kommt auch auf die Temperatur an. Ne? 17,5 Grad? Ja, nee, ich meine auf die Außentemperatur, ne, ob das schnell eintrocknet. Also bei Kostia würde ich wirklich innerhalb 5 Minuten, muss man das schon im Hochsommer untersuchen. Bei den Würmchen, man könnte den auch, ne, in einem feuchten Zewa-Tuch, könnte man das auch einpacken und dann zu Hause eine Stunde später untersuchen. Okay, also du suchst weiter? Der hat, das ist ganz schön zu sehen, der hat sogar ein Baby. Sehen Sie das? Warten Sie mal. Ich komme mal näher ran, mach mal den Kopf auf nach links, bitte. Jetzt. Bei diesem Gyrodactylus kann man jetzt schön erkennen, dass er in seinem Bauchraum noch ein Baby hat. Ne? Also wenn Sie hier mal schauen, das sind die Greifarme von dem erwachsenen Tier und hier im Bauchraum hat das Tier nochmal ein Nachkommen, das auch schon, ne, diese Haken ausgebildet hat. Ne, da können Sie sehen, dass diese Tiere lebendgebärend sind, ne, und sich quasi, ne, schon, also nicht über Eier vermehren, sondern quasi schon ein kleines Erwachsenes zur Welt bringen. Interessant. Also das ist jetzt aber auch ein Befall, wo man sagt, da würde dann eine Behandlung Sinn machen. Mhm. Und das sind jetzt alles Hautsaugwürmer. Genau, es sind alles Hautsaugwürmer, weil lebendgebärend, ne, also weil eben dieses angebildete Nachkommen schon zu sehen ist. Ne. Bei den Kiemensaugwürmern, die sehen auch ein bisschen kleiner aus, haben sie nicht diese Strukturen im Bauchraum, dass sie schon ein halbes Baby, ne, quasi schon so auf dem Monitor sehen können. Okay. Okay, aber nur Würmchen, ne, andere Parasiten sind keine zu finden. Okay. Hier verstecken sich auch noch mal ein paar zwischen den Schleimzellen.
Auch hier, wenn man dann so ein bisschen mit der Mikrometerschraube sich in die Tiefe bewegt, kann man auch hier einen erkennen. Okay, aber ich denke, das reicht. Ne? Also da kann ich übrigens, wenn ich Melanie kurz unterbrechen darf, dieser Ginring-Karashi, den wir Ihnen vorher gezeigt haben, wo diese 3-4 rote Schuppen hatte, das kann eben genau auch mit diesem Dactylogyrus zusammenhängen. Also da, das sind so die typischen Anzeichen. Auch die Stelle war eigentlich ganz typisch, so an der Seite, Höhe Seitenlinie. Genau. Woran liegt es eigentlich, dass die spezielle Stellen am Körper haben? Oder ist es so, dass sich der Koi dort scheuert und durch die verletzte Schleimhaut es dann ein Einfalltor gibt, um dass die Parasiten einfacher haben? Also sicher haben auch die Parasiten Prävalenzen am Körper, ne, wo sie... Was? Also bevorzugte Stellen, wo sie sich am besten auch nicht durch die Schleimhaut hindurch von dem Tier ernähren können. Diese entzündeten Schuppen oder diese entzündete Schleimhaut, die man da gesehen hat, das sind natürlich Stellen, wo sich der Fisch versucht hat, dagegen zu wehren, wo er ein bisschen sich am Boden oder an der Wand gescheuert hat. Genau, und deswegen sieht man eben diese entzündeten Stellen. Das ist immer ein Hinweis, dass was nicht in Ordnung ist, und dann muss man da genauer danach gucken. Perfekt. So, dann schauen wir uns noch die Kiemen hier an. Ich würde sie dann wieder zuschalten. Wenn du, oh, das sieht ja schlimm aus. Uiuiui. Ui, ui. Was würdest du eigentlich sagen? Welcher ist schlimmer, der Kiemensaugwurm oder der Hautsaugwurm? Welcher macht mehr Probleme? Ich würde sagen, dass tendenziell der Kiemensaugwurm mehr Probleme macht, ne? Weil die Kiemen sind ja das Atmungsorgan von den Fischen, ne? Und wenn da jetzt ein Befall übersehen wird, die Tiere Schäden an den Kiemen bekommen und man die Parasiten nicht rechtzeitig behandelt, hat es Folgen auf den ganzen Organismus, ne? Wenn ein Tier jetzt 2 entzündete Schuppen hat, das ist erstmal nicht lebensgefährlich, aber die Kiemen ist wie bei uns die Lunge, wenn da ein Problem ist, sollte man schon auch schneller Herr der Sache werden. Besser hätte ich das nicht ausdrücken können. Ich habe es übrigens auch, nicht dass Sie denken, ich bin Mr. Allwissend, diese Erklärung wäre mir jetzt nicht eingefallen, aber sie ist sinnig, sie ist logisch und vielleicht auch ein Grund mehr, sich ein Mikroskop anzuschaffen. Übrigens, diese Mikroskope hier sind wirklich praktisch, die sind wirklich gut. Auch wenn Sandra Lechleiter oder Melanie da ist, ich kann mich immer nebenhin stellen, die erzählen mir dann immer von jedem Fitzelchen Dreck von irgendwelchen Zellen, von weißen Blutkörperchen kann man glaube ich auch sehen, oder die roten, was kann man sehen? Die roten kann die man roten. Sehen, die weißen sind schwierig zu erkennen. Die roten kann man sehen, die haben einen Kern, ja. Also nicht wie bei uns Menschen, kernlos, sondern bei Reptilien, Fischen haben die roten Blutkörperchen einen Zellkern. Okay. Können wir gerade vielleicht nochmal eins einstellen? Diese kleinen ovalen Gebilde, die rosanen, das sind die Blutkörperchen. Und wenn Sie ganz genau hinschauen, können Sie sehen, dass in der Mitte noch was Dunkleres erscheint. Das ist der Zellkern. Und das ist quasi der Unterschied zu uns Menschen. Wir haben keinen Zellkern in unseren roten Blutkörperchen, aber Fische und Reptilien, die weisen einen Zellkern auf. Also das heißt, man kann dann schon am Blutabstrich erkennen, dass es sich hier um ein Reptilien- oder Fischblut handeln muss. So, dann sind wir hier durch, bis auf das eine Becken 9, wo die 3-jährigen Fische drin waren, war die Anlage soweit parasitenfrei. Nein, einen einzigen hatten wir in Becken 4. Sehr erfreulich ist, dass Becken 1 und 2, die kleinsten Tosai, das sind wirklich die schwächsten, dass da wirklich parasitenmäßig gar nichts ist, weil müsste man so kleine Fische behandeln, das zerrt wirklich an denen und die sind da weit anfälliger. Sehen Sie, so klingt mein iPhone. Die sind weit anfälliger gegen die ganzen Behandlungen. Man kann während Behandlung auch nicht so viel füttern, weil sie dann zusätzlich schwächt. So, jetzt natürlich meine Frage an Melanie. Anfang April sollen die Fische ausgeliefert werden an Köllezoo. Was ist dein Eindruck? Wie war der Gesundheitszustand so insgesamt? Der Gesundheitszustand war bis auf die vereinzelten Hautsaugwürmer, die wir gefunden haben, tipptopp, ne? Vereinzelt kleinere Blessuren noch von dem Shipment. Aber das wird sich in 2 Wochen legen. Und wenn du die Wurmkur machst bei den befallenen Tieren, dann steht dem nichts im Wege. Das werden wir so tun, dafür sind wir da. Und die Fische bekommen hier übrigens auch, ganz kurz bevor die Auslieferung an die einzelnen Köllezoo-Filialen losgeht, bekommen die Fische nochmal eine Ausgangsuntersuchung. Also da wird Melanie oder ihre Chefin, die Sandra Lechleiter, dann nochmal kommen. Und dann schauen wir alles an. Und eventuell könnte es dann sein, wenn die Behandlung nicht angesprochen hat, dass man dann hergeht und das Becken nochmal behandelt und die Fische nochmal da behält.
Aber Sie sehen, man hat jetzt recht behalten, zum einen mit der Vorgehensweise, wir fangen bei klein an und enden bei groß, und zum anderen, dass wir wirklich jedes einzelne Becken mit dem eigenen Besteck, und Sie glauben jetzt, das geht Sie nichts an. Das ist aber nicht so. Wenn Sie eine Quarantäne zu Hause haben und einen Außenteich und Sie verwenden das Werkzeug für beides, kann ich Ihnen eins sagen, dann war die Quarantäne reine Geldverschwendung, weil dann könnten Sie auch alles im Teich machen. Das wäre billiger, effektiver, und Sie würden dann, ich nenne es immer Flip-Flop-Effekt, das springt dann immer hin und her, das Ganze. Und vielleicht können Sie das mitnehmen aus dem heutigen Update, und ansonsten hoffen wir natürlich, dass Sie ein paar sachdienliche Informationen bekommen haben, was Keuhaltung und Gesundheit angeht. Wir werden Melanie öfters mal einladen. Tschüss. Tschüss.